Da du heute Beschwer dich, Bibel als nee, beschwer dich Vordergrund jetzt hast. live über die Flagge. Hi. Jetzt. Jetzt beschweren. Jetzt beschweren, Muss genau. diese Flagge hinter mir wirklich sein? Ja, denn du Jetzt hast war die Bibel Frage an als euch alle erstes. da draußen. Muss diese Flagge wirklich sein? Ich Warum denke sieht man ja. eigentlich bei dir, schau mal, ich habe eine andere Auflösung. Siehst du es? Meine ist besser. Tja, vielleicht Ja. weil das Laptop besser ist. Jo, was weiß ich. Also wir können ja mal. Ich habe ja noch ein paar andere Flaggen, mein Gott. Das stimmt schon, sonst. Das war noch ein Unterschied. Hast du noch eine alte HJ-Flagge? Ich habe noch die Reichskriegsmarine oder Gremium oder Hells Angel, was ist dir lieber? Also zumindest irgendwas, wo man nicht in den Knast kommt, wenn die irgendwie auf dem Video zu sehen ist. Weil jetzt ist der Frühling angesagt, das ist äußerst schlechte Zeitpunkt, Heute in machen den wir mal Knast zu wandern. Putin. Okay, heute sind wir mal Putin verstehe. Ihr kennt ja das Big Bang Theory Ja. Spaß mit Flaggen oder Ja, sowas. kenne ich, das ist Echt? cool. Ist Ja, das ist cool. Ich mag Spaß mit Flaggen. Das wäre für sich schon eine eigene Serie eigentlich. Hoppla. So. Es ist aber Also. Putin, hast du die, du hast die falsch rum aufgehängt, Alter, oder? Es ist nur wegen dem. Ne, die Aber steht du auf dem ist auch Kopf. falsch rum. Oder mach. Ne, warte mal. Die steht auf dem Kopf. Ah ja, stimmt. Nee, das kann man nicht Nee, bringen, das Alter. Ding. Nee, die müssen die sind Das da. ist nämlich dann Ja, Anti-Putin die regen sich wieder. halt auf, ja, das stimmt. Ich bin. Wir sind Putin-Sympathisanten, aber sind Anti-Putin. Bitte Nicht? leiser Schwätzer, bitte. Dankeschön. Und Nein. so müsste es dann stimmen, oder? Ist jetzt. Sieht auf alle Fälle irgendwie normaler aus. Und sieht man dann nach Russland, oder? Ja. Auf meiner Naja, Russland siehst Wunderbank. du Aber ja. nicht, aber du siehst eine Fahne. Alter, ach, was ist das? Ach, kannst dir die hinstellen mit den Tonköpfen? So, Katzen, ihr könnt jetzt nicht raus, weil die Tür zu ist. Aha. So, Der Jesus schaut mich immer noch an. Nastrovia. Der Jesus schaut Hallo, mich an. Ja, hi Astrid, gerade eben hatten wir das Vergnügen. Ja, mein Lieblingsinterviewpartner hier, Alexander Kloß, hat sich heute mal wieder ausnahmsweise über christliche Flagge beschwert. Was er nicht merkt, dass hier immer noch das Kreuz hängt. Ja, ich habe auch nichts gegen Du Engländer. denkst, das wäre die Dänemark-Flagge, Ich finde es sogar gut, die gell? Engländer, dass sie mit dem Brexit jetzt Oh durchgegriffen ja. haben. Damit haben sie sich stärker wie die EU gezeigt. Ja. Und glücklicherweise tut die von der Leyen sich einigermaßen zivilisiert Ja, aufführen ja. Die von der und tut es Leyen. nicht noch mehr eskalieren lassen. Ja. Das war echt gut, dass der Erdogan, dass der wohl 700 sowohl vom Millionen. Stoltenberg als auch. Wie kriegt er jetzt doch wieder was? Nee, aller gefordert, oder? Ich glaube, die hat er bekommen. Doch wieder, weil irgendwie wurde er neulich noch gelobt, dass er mal ein bisschen jetzt wo ein paar zurückgepfiffen. Ach, das ist alles ein Schwachsinn, ehrlich. Ja. Entschuldigung, ich habe gerade ein fettes Rumpsteak gegessen und so und bin ein bisschen, ja. Sören lebt von meinem Luxus. Ja. Ich frage mich, wofür ich selber noch arbeiten gehe. Ich brauche eigentlich bloß meine Mitbewohner arbeiten zu schicken, dann Ich zahle ich zahle auch alles. Miete. Ist ja ganz echt Ja. übergehen. Ja, irgendwie Corona hatten wir letzte Woche schon, gell? Und bei mir will irgendwie keine Panik ausbrechen. Ja, und dann Gerade geht eben halt hat von ein Corona Freund von mir, da vorüber. reden wir, erzählt so, ach Gott, das ist jetzt Wasserstoff per. Ach, hi Boris. Das, ja, ich melde mich mal wieder. Und was soll ich sagen? Das war ja jetzt irgendwie, das, also überhaupt da wegen, was man halt alles braucht für die Endzeit und Nahkampf und Kram und so, weil ich halt immer bloß mit der Bibel komme, das verstehen ja viele nicht, gell? Da. Verstehst du das? Du bist ja auch jetzt nicht der Prepper in dem Sinn oder Was so. ist ein Gell? Prepper? Dass man sich so vorbereitet, oh, also Ach so, mit ja. Rambo-Messer und dass man weiß, wie man unter Wasser mit der Das ist ein Lupe Feuer macht. Bushcrafter, Nicht? kein Prepper. Ein Was Prepper ist ist ein Prepper dann? Sammler. Das ist unsere Alexa, die ihr da im Hintergrund babbeln hört. Ich habe extra die Stimme von Pascal Müller genommen. Ein Weil damit Prepper ist ein ich jetzt klar Sammler, noch ein gut Tuschok kriege. Bushcrafter ist ein Überleber. Oh lala. Und ein Prepper ist ein was? Ein Prepper ist ein Sammler. Sammler. Das Weichei. Kennst du noch Ja. Steinzeit, Jäger und Sammler? Prepper sind die Sammler. Bushcrafter sind die, die das Wild töten und Fleisch pur essen. Und was ist dann ein Predator Also oder Prepper sind Predator? vegetarische Crafter. Ein Predator sind die Das möchtegern nicht machen, die Christen, die wollen noch mich nicht finden, wissen, dann was will in ich der mich Bibel nicht steht. da. Hallo Astrid, du bringst dich nicht um in Jesu Namen. Also gut, dass du das sagst hier und so und ja, ah ja, Markus Gabriel.
Ja, Markus Gabriel ist von mir. Ja, ich soll dich grüßen aus der Pfalz sogar. Ja, Landau. Dass der Mensch raucht, es hätte uns einen Schornstein eingebaut. Ah, das ist gut, ja. Nee, das mit dem Rauchen bei mir, das ist bei mir eine Ausnahme. Das, er raucht da, selber. Ich kann da besser denken, das war ein anderer. Ja, hallo, was wird diskutiert? Ja, wir überlegen noch. Also eigentlich ist es ja so die Anti-Panik-Scream, habe ich das jetzt mal genannt. Hast du einen Titel reingemacht? Nö. Nee. Und wir haben uns jetzt mal über die... Ja gut, also zum Beispiel, wen ich gut finde, so was nicht Panik angeht, ist ja dazu passende Flagge der Putin. Oder? Den kann ich mir gar nicht vorstellen als in Panik. Putin, nö. Panik Putin wird, passt irgendwie überhaupt nicht. Das wäre sehr PP, ungesund ja. Für den Rest Putin der Menschheit, Party, wenn der Panik hätte. Ja, das ist es halt. Und... ja... Also was weiß ich, Italien ist dicht. Eine Freundin von mir, die hat sich jetzt gemeldet, die ist gerade auf Mission. Haha, Bibeltalk. Die macht so Missionsrundreisen und so. Die war jetzt in Italien. Sie missioniert. Ja. Ja, die ist in gehobener Missionarsstellung. Oho. Das wolltest du doch jetzt hören. Und die ist in in Kroatien ist sie jetzt in Quarantäne. Aber immerhin am Meer. Gute Idee. Ja. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Gut gemacht, Kroatien. Hast du mein Video die Woche gesehen von dem... die hört auch ohne Kommentare irgendwann auf. Ja, das ist voll wahr. Markus Gabriel, kenne ich den? Markus Gabriel? Nee, kannst du nicht. Aus der Pfalz? Wo aus der Pfalz bist du denn, Markus? Landau. Ja, Landau. Oh, da habe ich auf Weihnachtsmarkt geschafft. Da war ich im Reptilium in Landau. Mhm. Das sollte unterstützt werden. Ja, da ist auch die Schlange von meinem Chef. Die Schlange von meinem Chef. Das ist nicht so. Wollen doch nichts Perverses. Ja, ist ein viel besserer Titel gewesen. Die Schlange, Bibel und Wohnzimmer-Talk. Schlange von meinem Chef. Ja, der Chef war gestern hier, sein Chef. Ja. Ganz, ganz toll. Und hat er seine Schlange gezeigt, die Schweine. Ach so, die ist ja in Landau. Ja. Genau. Glück gehabt. Ja. Ja. Ich glaube, ich mache echt die Plays aus und setze mich bei euch dazu. Ja, die Russen, die sind schon okay. Also ich habe hier für beide Fälle, also das sehe ich ein. Außer Bibel braucht man noch ein bestimmtes Mindest... Quantum anflaggen. Also ich bin ja auf alles vorbereitet. Je nachdem, wer uns rettet. Also Jesus sowieso. Aber zum Beispiel, wenn der Trump kommt, habe ich eine Trump-Flagge. Wenn der Putin kommt, habe ich eine Putin-Flagge. Hast du eine jüdische? Nee, die kommen aber nicht garantiert. Nee, das glaube ich nicht, dass die kommen. Nee, das ist schon längst da, Alter. Aber doch nicht als großer Retter, ich bitte dich. Also als Retter? Gerade heute, das war wirklich interessant. Ich habe heute gelesen, wer von irgendeiner jüdischen Prophezeiung, aber irgendein Rabbi, der sagt halt auch Corona und die Krone der Welt, die überhaupt noch kommen muss, das ist ja der dritte Tempel wieder, weißt du? Ja. Und dass die jetzt wirklich sagen, und, die, also, und das, da gibt es ja Bestrebungen, das ist ja unglaublich, dass die einen Tempel aufbauen wollen und so. Und die warten ja auch auf ihren Messias, immer noch. Der Bassa, ach, bin ich bescheuert, du kennst den Markus. Ach, der Markus, weil wir haben uns vom Ding getroffen jetzt, oder? Vom Ding? Ich bin der Bassa, Markus Gabriel. Der Wasser? Ich kann das hier mal größer machen. Ich bin total. Ich habe heute zu viel geschafft und zu viel gefressen, sorry. Ich nicht. Ja, aber wir haben uns gerade am Samstag kennengelernt. Ich bin doch bescheuert. Ich kenne auch einen Markus Gabriel, deswegen. Wohnt in Offenbach, Rheinland-Pfalz. Ja, der Markus Gabriel. In Rheinland-Pfalz gibt es einen Offenbach? Ja, gibt's. Und du bist Basser? Markus Gabriel, du bist Basser. Ja, vielleicht sollten wir da auch mal ins Geschäft kommen. Von was bist du Basser, Markus Gabriel? Vielleicht von einer Rockgruppe? Ist das der Altenpfleger, Markus Gabriel? Hier steht aus Pirmasens, wir lieben dich auf ewig, Daniel. Pirmasens, du armer Wicht, du armer. Da steht drauf, wir lieben dich auf ewig, Daniel. Das klingt ja fast Daniel, das ist sein Sohn, der verstorben ist, ja. Das ist der Bibelbekannte, ja, schon begonnen. Also der ist auch gläubig. Ja, sein Sohn, ja. Was bleibt einem eigentlich? Ey, Markus Gabriel, jetzt mal ohne Scheiß. Sein, Markus Gabriel, ich bin gerade dabei. Also wäre cool, wenn wir danach noch irgendwie Kontakt halten. Bin ich überhaupt mit dir? Ach, wir sind ja sogar befreundet. Und habe ich mit dir schon mal was geschrieben? Ich komme da schon ein bisschen durcheinander, sorry. Blond halt. Verwandtschaft von der Esther. Und der du Pfleger, genau. Den, genau. Ja, ja. Genau. Ja, aber ich suche nämlich, ich habe gerade vor, irgendwie eine missionarische Metalband auf die Reihe zu kriegen. Vielleicht hast du da irgendwie Bock drauf. Markus, das wäre voll deine Nummer. Glaub mir. Der Pasi sagt, das wäre voll deine Nummer. Der Pasi. Ah ja, du auch. Stressig unterwegs. Ah ja. Toll, dass du dein WhatsApp Wohnmobil als Pfleger in Deutschland. Ach, mit dem Wohnmobil. Ja, cool. Ja. Ach, hi, Giorgio. Was und? Was wollte ich sagen? Ja, genau. Also, das klären wir da auch noch. Das wäre cool, wenn wir da mal eine Session machen könnten. Ja, Panik, Antipanik.
Was sagst du, gibt es in einem Jahr noch Wahlen? Das kommt ganz drauf an, wie sich die Welt verhält. Hm. Die Welt insgesamt? Oder? Eigentlich nur so ein paar Idioten, die denken, ja, die müssen alles kaputt machen. Okay. Aber das ist etwas kompliziert. Wahrscheinlich vor allem die Idioten an den Schaltstellen. Oh, darf ich da mal zwischen reinfunken? Ja, selbstverständlich. Markus, lieber Gruß vom Daniel Müller aus Peru. In Peru haben durch Corona alle Schulen geschlossen. Mertel, Basser, Wohnmobil, Jesus, ja. Markus, schwing deinen Arsch her. Kannst hier mit Wohnmobil und so. Du kannst bei mir im Bett schlafen. Ich penne dann bei dir im Wohnmobil. Und dann machen wir das. Nee, würde mich echt freuen. Da gucken wir mal, wie wir da klarkommen. Super, sehr schön. Hört sich sehr gut an. Es finden sich immer mehr die richtigen Leute. Die richtigen sind auch der Ziel gerade. Danke, Pascal, was ich dir alles zu verdanken habe. Ja, siehst du? Das, ich wieder. Was würdest du nur ohne mich machen? In welcher Schuld ich bei dir stehe, Pascal? Mensch, das wäre ja das Mindeste, dass ich dir jetzt noch einen besseren Job vermittle. Dafür hast du heute 20 Euro Rumste gegessen. Genau. Ja, schön. Alter, hopp. So machen wir das. Läuft alles. Okay. Ja, cool. Und was wollte ich jetzt sagen? Das ist wirklich kein Grund. Ich komm mal, freue mich ja. Du weißt ja auch, weißt du, verfolgst du uns hier auf unseren Livestreams, so was weiß ich, wir machen da, sonntags haben wir ja hier immer Session, so ab 2:30 kann man kommen, ab 15 Uhr, 15.30 Uhr ist meistens Livestream, da gebe ich ein bisschen meinen heiligen Senf von mir und so und unterstütze es mit Gottes Wort und wir singen ein bisschen und haben hier Gemeinschaft und genau, was fehlt ist ein Wasser. Schön. Ja, Alex, jetzt zu dir. Ich bin durch den Boxberg gefahren. Was hast du da rumgemacht? Wir hatten eine Baustelle auf dem Bierhelder Hofweg, Institut da. Ja, ja, gut. Ganz toll da, wirklich. Haben wir Ausbau gemacht, Innenausbau. Und dann wollte mir der Jörg das mal alles zeigen. Ich kenne das zwar alles schon, aber er meinte, dass wir so schneller wieder hierher kommen. Obwohl der Navi was anderes gesagt hat. Dir ist klar, dass du, wenn du da im Embel zum Beispiel warst, dass du dann im ausländischen Land warst. Das ist nicht deutsches Hoheitsgebiet. Wo? Das Embel. Da oben. Amerikanisches. Da oben, da habe ich einmal mich verlaufen, ja. Echt? Wenn du da dich. Kann man da Asyl beantragen? Wahrscheinlich. Oh ja. Also, wenn du da einen Job bekommst, ist es schon besser wie Asyl. Wenn die Bullen oder sonst was. Sag ich, die machen also Beschleunigungsdinger. Mit dir ja haben, da wird dann meistens irgendein Deal ausgehandelt. Kann es sein, so, dass die auch sowas so wie beim CERN in der Schweiz machen? So Beschleunigungskernforschung irgendwie. Nee, das EMBL ist was, European Molecular Biology Labor oder so. Ich muss sagen, da geht es um Molekularbiologie und nicht um Kernspaltung. Echt? Und ich finde es eigentlich gut, dass das so europäisches Hoheitsgebiet ist, weil bei solchen Aspekten sollte man schon eine höhere Gewalt walten lassen und nicht so klein-klein. Ja, ja. Also. Und vor allem nicht die deutsche Regierung, die verbockt ja auch alles. Ey. Die deutsche. Neulich habe ich einen guten Satz gehört. Was macht eigentlich die Bundesregierung beruflich? Fuschen. Oder nicht? Ja. Ist das Marc Ruffuello neben dir? Bist du Marc Ruffuello? Neulich habe ich einen guten Satz gehört. Was macht. Oder? Da fragt gerade einer, ob du. Marc Ruffuello bist. Ja, ja, klar. Genau. Einer meiner vielen Namen. El Mexicano hier neben mir. Ah ja, das geht jetzt wieder nicht. Ja. Vizepräsident der Bandidos. Ja. Was wollte ich denn? Die Katze, jetzt kommt die gar nicht raus. Ja, sei froh. Wir haben hier mal die Gitter draußen gehabt, oder? Dass es da unten durchkommt? Nein, im Wohnzimmer nicht. Hattest nur die Tür immer ausgehängt. Achso, okay, stimmt. Ja. Wie ist eigentlich im Garten? Ja, schön. Ich hätte dich mit Fotos vollballern können, aber ich habe mir gedacht, das ist schon genug. Ja, ja. So stundenmäßig kriegst du ja so das viel. Das könnte jetzt insbesondere mit der Clarissa dieses Jahr tatsächlich noch ein bisschen attraktiver werden. Was, Garten? Bei dir da mal schaukeln. Ah ja, die Kleine ist willkommen. Ja. Vor allem diese kleine Bucht da unten. Hast du eigentlich auch Kleine in ihrem Alter? In deiner Zucht? Wie alt ist sie nochmal? 6. Du müsstest dich mit meiner eigentlich vertragen können, denke ich mal. Die von der Elli. Ja. Ja, das wäre doch mal was. Die Zucht? Andere ist. Wäre zwar gut, wenn die auch mehr sozialen Kontakt hätte, aber die Mutter ist halt etwas schwierig. Die sind schon durchaus produktiv und fruchtbar. Okay. Muss das sein hier? Ja, ich habe gefragt. Selina guckt doch gar nicht zu. Bestimmt, hey, früher oder später. Die Woche hat mich schon wieder gefragt, ob das stimmt, dass du denn so, was du sich für Zeug erzählst.
Du warst doch letzte Woche gar nicht. Also erstens habe ich dich noch nie betrunken. Also, da habe ich eine Geschichte. Ja. Oh ja. Neulich, ich werde mal nicht den Tag sagen, sonst kann man das alles so leicht nachvollziehen und wissen, wo war, was war. Ich denke an nichts Böses. Sollte ich das wirklich sagen? Jedenfalls, ich bin eingeladen worden zu einigen Schnäpsen und Bier und alles Mögliche, bis ich gesagt habe, jetzt ist aber so langsam mal gut. Ja. Und dann bin ich sogar noch in den Emmertsgrund gegangen. Und dann habe ich Dart gespielt. Oh, was? Und ich habe gewonnen. Holala. Und ich nie Dart spielen. Ach, was ist? Also in Emmertsgrund, da muss man halt zeigen, wo der Hammer hängt und so weiter her. Ja, und das, obwohl ich nie Dart spiele. Gewonnen gegen Typen, die eigentlich. Fantastisch. Ah ja, also wenn ich eine Null bin, dann sind die für Kneipendart 10%. So von der Skala zwischen 0 und 10, ich würde mal sagen 7 rum, teilweise. Aha. Das ist eine Hausnummer. Und ich habe die alle gemacht, ja. Im Dart, so ganz normal. Ah ja, also klar. Schon so 3-1 runter oder so. 510 oder sowas. Echt, Wahnsinn. Ich habe mich ja selber gewundert. Echt? Wie viel 60er hast du gehabt? Du meinst 180er. 180er vielleicht. Nee, vergess es. Wahnsinn. Aber ich habe sie alle gemacht beim zweiten Spiel. Ja. Und dann habe ich mich verzogen. Oh, was? Weil wenn es am besten ist, soll man gehen. Ja, ja, das stimmt. Natürlich hätte die ein oder andere Zugabe noch dazukommen können. Ja. Aber immer, wenn es am besten ist, soll man zocken. Ich bin so Minimalist. Das ist ein guter Also das ist richtig mit dem Zocken. Ich meine, wenn ich dann nach Hause komme, weil im Gegensatz zu meinem lieben Mitmenschen hier, den ihr jetzt nicht seht, der sich eine geile PlayStation 4 gekauft hat, habe ich nun mal eine PlayStation 4 Pro. Ja, und eine Xbox One X. Oh ja. Also das Beste, was es auf dem Markt gibt. Oh, ja, dafür habe ich einen Sega. Markus, weil du gerade fragst. Freaksong ist eine gute Frage. Ist eigentlich noch? Nein. Also wir sind ja hier nicht mehr Freaks. Das hast du vielleicht auch mitbekommen. Wir nennen es jetzt Jesus Family Kurpfalz. Und der Close ist auch, der ist eigentlich, der ist ein Sympathisant, ist er schon, oder? Du bist ein Freund der Familie, ja, das stimmt. Ich bin sogar ein Sympathisant der Antideutschen. Ich glaube sogar, du ziehst mich heute der Parteistammtisch vor, kann es sein? Du, ich bin da jetzt nicht einer, der da auftauchen muss. Ich bin da ja nicht ehrenamtlich oder hauptamtlich. Ich weiß, immer Sympathisant. Ja. Ich nehme es auch immer vor, aber ich nehme an, dass ich schon zu bekannt bin als... Ich bin vor allem EHEC-Beauftragter der Partei, ganz offiziell. Als Ehebeauftragter. Oh, EHEC. Hyper-Kapital. Da wäre ich, glaube ich, nicht so geeignet für, aber EHEC. Das ist sowas ähnliches wie Corona und so. Ja. Insofern ist meine Zeit eigentlich mal wieder. Der Capo schaut zu. Der Capo schaut zu. Ja, ja. Hi Capo, komm mal wieder vorbei. Ja, komm mal wieder vorbei, solche Pascal ausrichten. Ja. Säufer kommen nicht in die Hölle. Aha. Da kann ich ja wieder anfangen. Naja, ich habe halt warum, weil die Hölle dann ertrinkt oder was? Oder Abend, übrigens nur ein kleines Wein. Also ich würde sagen, das ist eine gute theologische Frage. Gestern haben wir diverse also, Personen spendiert. Also ich glaube, es ist sogar in Epheser 5, also irgendwo steht es ganz klar drin, Säufer kommen nicht ins Himmelreich. Es steht natürlich auch nicht drin, dass sie ausdrücklich in die Hölle kommen. Ich würde sagen, Säufer sind schon in der Hölle. Und Gott will sie da rausrufen. Ich bin froh, dass ich früher ein Säufer war und ich bin auch froh, dass ich heute nicht mehr bin. Und ich würde sagen, sobald man sich seiner Sündhaftigkeit bewusst ist, dass ein das Saufen, das einen das schon bindet, dass es nicht mehr bloß Genuss ist. Also Gott hat ja nicht umsonst nur Weinberge anbauen lassen und sonst was. Aber der Mensch tendiert halt zum Missbrauch und ab da wird es halt dann, da kommt halt dieses Siechtum. Sucht kommt ja von Siechen, nicht von Suchen, wie viele meinen. Und da würde ich sagen, da bist du, also Gott will dich eigentlich aus dieser Hölle, die du hier auf Erden in der Sucht schon erleben kannst und eben auch beim Saufen rausholen. Aber wenn man am Wochenende mal ein bisschen Gas gibt, da finde ich überhaupt nichts dabei. Weiß nicht, also ich habe es jahrzehntelang gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht, aber für mich war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf damit. Heinrich, Dolle, bin da gerade ein bisschen drauf eingegangen, was er sagt. Jo. Ja, genau. Und der Alex, der ist völlig unproblematisch beim Trinken, so weiß ich es überblick. Ich habe ihn noch nie trinken gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Ja, ja. Also wenn überhaupt, dann trinke ich vielleicht ein kleines Schölchen. Wenn es dann mal mehr ist, dann meistens deswegen, weil Leute sagen, hey, bleib noch ein bisschen und so weiter. Und man kann halt in der Kneipe nicht ohne Getränk allzu lang rumsitzen. Kannst Wasser trinken. Stimmt eigentlich. Beim Joe in Rohrbach, der hat ein geiles Wasser gehabt. Der hat bestimmt in Kirchheim jetzt immer noch ein geiles Wasser. Das in Rohrbach gibt es gar nicht mehr? Alter, das ist dicht. Dichter geht es gar nicht. Ach ja, echt? Okay. Also da gibt es bloß noch das in Kirchheim? Ja. Da war ich noch nie. Ja, da muss ich, ach, ich müsste einfach... Jo, das sind alles Gründe, warum ich da wieder... Ja, Markus, da müssen wir hin mit unserer neuen Band. Was? Ja. Ihr braucht erstmal eine Band, bevor ihr... Ja, aber ach, Gitarre, Bass, Schlagzeug, das kommt von selbst.
Markus hat bestimmt auch eine gute Stimme, ich bin mir nur nicht 100% sicher. Ja, cool. Nee, das kriegen wir alles gebacken. Da finden sich immer mehr die richtigen Leute, ich sehe schon. Ja. Können da ja mal im Siebener Club auftreten. Zum Beispiel, ja. Hm. Kriegst du sonst so in deinen Kreisen so ein bisschen was mit von Corona-Panik? Gibt's auf dem Emmerzgrund noch Klo? Der Matheisemarkt ist ja abgesagt. Ja, blöderweise. Wollte ich am Samstag gerade hin. Ja, ja. Ich wollte am Sonntag mal kurz hin. Aber ich war schon da. Geh hinter hier. Ah, du bist gut. Das kann ich mir vorstellen, ja. Da habe ich ein Hirschwürstchen gegessen. Hollala. Mit Preiselbeeren. Ah ja, das kann ich mir gut vorstellen. Siehst du, und wir essen nur Ebersalami. Literaturnetz, Lothar. Ja, Sekunde. Der Lothar Seidler zufällig. Sekunde. Ja, hallo, wie sieht's aus? Ab wie viel Uhr? Lothar Seidler? Ja, ist Lothar. Hi, Lothar, bist du das? Hier ist, der Alex ist gerade bei mir, beim Sören. Kennst du mich noch? Mhm. Lothar. Der Alex hat mich gerade weitergegeben. Bist du der Lothar Seidler, oder? Ja, der hat mich gerade weitergegeben, weil ich gesehen habe. Also schönen Gruß. Kennst du mich noch, oder? Sören. Von ganz, ganz früher. Ja, 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 klar. Okay, alles Gute, gell? Ich gebe dir nochmal einen Alex. Ja, ja, also er hat sich ja gesagt, dass ihr euch kennt. Deswegen ist das Telefon kurz zu ihm rübergewandert. Da reden wir dann später. Bei wie Uhr kommt ihr? Alles klar, bis dann, ciao. Ich weiß, wann er kommt, ich weiß, wann er kommt. Was, ja, ihr trefft euch halt noch? Ja. Jo. Wo denn? Im Fandango. Was? Ist da was los? Ja. Warst du mal bei der Literatur? Mehr oder weniger. Echt, ja. Was hast du mit Literaturoffensiv? Ich war, hab da sogar schon was veröffentlicht. Ach nee. Ja, ich hab da mal einen riesen Skandalauftritt hingelegt, für den ich mich bis mein Lebensende schämen werde. War da Nacktheit dabei? Seelische auf jeden Fall, ja. Also da habe ich mich auch ein bisschen geschämt vom Lothar. Ich habe mich dann auch unter Tränen bei ihm dann dafür entschuldigt, später am Telefon. Aber er hat es doch bestimmt cool gefunden. Nee, der Abend nicht. Nee, ich habe den halben Saal leer gefaked, muss man schon zugeben. Also die eine Hälfte fand es sau cool, wie ich mich da benommen habe, und die andere völlig daneben. Und so. Ja, aber das ist auch noch wissen, wenn man das sich aufstellt. Das finde ich übrigens auch, wenn man mich googelt. So, weil Lit of Sören Korsen im Tothosen-T-Shirt sang freche Bierlieder und so. Aber das war echt... Da hat er dann selber noch gesagt, in seiner lieben Art, dass, ey, da könnte ich echt mal wieder hin. Und da können wir mal zusammen hingehen. Ja. Da schreibe ich auch wieder ein paar Gedichte. Wie sieht's aus heute Abend? Wäre eigentlich eine Idee. Ich muss auch morgen trotzdem. Aber du musst schlafen, junger Mann, gell? Also um 10 trefft ihr euch, oder? Ja, wenn ich so um 9.15 Uhr mit der OEG fahre. Fandango, wo ist denn das? Ja, wie lang geht das Ding? Das Fandango macht um Punkt 0 Uhr zu, weil die ja nicht länger aufmachen dürfen, weil der lustige Jimmy es übertrieben hat, deswegen haben die Hausgemeinschaftstypen gesagt, hey Alter, mach mal halblang. Wo jetzt? In Rohrbach, im Fandango. Das ist der da... Jimmy, der Schwarze? Nein, nee, nicht so. Der. Ich habe schon auch schon lange nicht mehr gesehen. Und wo ist das Fandango? Ist das eine Hauptstraße da? Ja. Also wenn du die Hauptstraße hochläufst, dann kommst du ja zum Penny. Hoch von wo aus? Vom Rohrbachmarkt, vom Zentrum. Ja. Achso, ja. Und da dann die erste links wäre die Herrenwiesenstraße. Ja. Da hat es einen Lieferservice und dann kommt es Fandango. Okay, ich weiß, was es ist. Ja, kannst du Zähne beißen und mitkommen oder wie sieht es aus? Nee, er muss auf jeden Fall runter. Ich überlege mir es auch noch. Also der Lothar ist halt, wenn, mittwochs da. Am Wochenende nicht mehr so oft, weil da ist zu laut. Und gibt es da noch diese Veranstaltungen da? Was ist das eigentlich? Eine Kneipe, die letzte, die in Rohrbach übrig geblieben ist. Ja, aber vielleicht ist mir das doch zu arg. Malibu hat dicht gemacht. Das war aber jetzt weniger der Schuld der Anwohner und so. Teufelinkirche haben wir auch zu. Ach, stimmt, ja. Der Joe musste gehen, der hat aber früh genug für Ersatz gesorgt. Ja. Okay, also nochmal. Der Erbprinz, ja oder nein? Wem sagt einer Erbprinz was? Ja, aber ist auch schon lange her. Ja, ist auch schon lange her. Genauso wie die Maria am Philosophenweg. Ach stimmt, ja. Die hört auch aber schon seit 10 Jahren zu. Ich hab bloß noch das LL in... Wobei die nicht in Rohrbach ist. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich meine, wer zu Maria gegangen ist, der hat eigentlich auch in den Karl oder in die Pinte gehen können. Aber die Pinte ist auch nicht mehr die Pinte. Oh. Also unser Pinte war damals, ihr seht, nicht besonders von Panik. Betroffen. Die hat doch gar nichts geändert. Ja, aber das Klientel hat sich geändert. Die einzige Panik, die der Alex hat, ist, dass alle Kneipen dicht machen. Gell? Was kann der Michel dafür?
Das ist wirklich ein Grund zur Panik, oder? Das heilt da keine Kunst. Also ihr habt verloren, ich habe den Red Bull getrunken. Wir gehen mit Sören. Hast du ein Auto? Also ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mich noch nicht entschieden und er hat kein Auto. Hast du mich gefragt, ob ich ein Auto habe? Aber jemand von euch hat eine Fahrkarte, weil ich kann keinen mitnehmen. Ich habe eine 24-Stunden-Karte für eine Person. Und außerdem haben wir Geld wie Heu. Also für unsere Verhältnisse sind immer beide momentan super fett gesenkt. Ihr müsst halt schauen, wann ihr wieder zurückkommt. Also von vor allem am Taxi. So 12 Uhr rum, da kommt der locker noch von Rohrbach Richtung Betriebshof. Ja. Und dann beim Hauptbahnhof müsstet ihr eigentlich bestimmt noch irgendeine OEG nach. Ja, ist richtig. Also nach Edingen eigentlich ziemlich sicher. Ja, aber ich überlege gerade, ob wir auch nicht nach Edingen West. Aber ja, aber ich glaube, das ist ja gerade zu stressig. Ja, ich weiß es auch nicht. Warum musst du morgen aufstehen? Ja, morgen 7. Ja. Ja, aber nee, Pascal, also jetzt. Jetzt kommt bei mir der große Bruder durch, also pass auf dich auf und mach jetzt keine Experimente. So ein großer Bruder. Wie Red Bull den Tag gesagt mal. Kann eh nicht schlafen. Du musst ja morgen auch nicht raus. Richtig. Nee, aber er hat jetzt schon ein paar Mal Probleme gehabt mit dem Durchschlafen und so und oder mit dem ausreichend Schlafen und das wäre schade, wenn es jetzt daran scheitert. Und also ich weiß halt, ob ich mir, ja um 10 Uhr nehme ich an, dass da schon, ja, es wäre jetzt mal witzig, auch gerade den Lothar zu sehen, aber ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt... Also ich habe heute 13 Löcher gebohrt, ich muss morgen nur 9 Löcher bohren. Naja, siehst du. Dann reicht ja morgen 70% von deiner Kraft von heute. Genau. Ja. Also wir können das gerne auf Mittwoch in der Woche, aber ist da die Situation anders? Ich meine, ihr seid ja werktätige Leute, oder? Ja, ich muss sagen, ich bin Vollzeit-Angestellter. Ja. Also ich kann da nicht groß mitreden, gell? Ja, sorry. Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag frei. Also, nee, das war jetzt witzig, der Gedanke. Ja, warst du auch schon mal beim richtig beim Litauf da? Bei dem, machen die das noch in der Buchhandlung da? Oder? Die machen das mal hier, mal da. Ich bin bei irgendeiner Feier dabei gewesen. Die war ganz nett. Ah ja. Ja, da denke ich gerne dran zurück an die Zeit. So. Wann waren das so vor allem? Also ich bin das Freiburger oder Robert Markt? Das erste Mal da war ich schon. Das war, wann war das? Das war noch in den 90ern. Also Sören, also wenn jetzt schon der liebe Gott mit seinem Finger höchstpersönlich, und zwar dem Mittelfinger, dir klar gemacht hat, hey, du kannst da jemanden aus alten Tagen mal wieder sehen. Ja, und... Also wenn ihr um 0:48 Uhr fahren, sind wir um 4:22 Uhr da. Also vielleicht einen Tick früher. Ja, 23:52 Uhr sind wir um 0:41 Uhr. Ja, ich habe mich immer noch nicht... I gonna make up my mind. Wenn ihr zum Hauptbahnhof fahrt, wie viele Minuten habt ihr da Aufenthalt? 20 Minuten. Und dann halt nochmal ein paar Minuten vom Und dann nochmal 12 Minuten nach Edingen zu fahren. Und da ist die Frage, wird sich da ein Taxi rentieren? Nein. Wegen der halben Vom Hauptbahnhof da runter kostet ein Fuffi. Genau. Vom Hauptbahnhof nach Edingen ein Fuffi? Kostet etwa ein Fuffi, ja. Sind doch wohl irre geworden, die Typen. Ey. Echt? Ja. Das ist aber wirklich teuer. Ja. Also das habe ich auch schon billiger gehabt. Dass du billiger hast, das kann ich glauben. Ey. Also wenn wir um 23:52 mit der Bahn zurückfahren würden, von Rohrbachmarkt nach Heidelberg Hauptbahnhof mit der 24, da werden wir um 0 Uhr... Markus, das wünsche ich dir von Herzen, dass du das überstehst. Um 0 Uhr 27 weil würde die 5er fahren. Du wirst hier gebraucht. Aber ich finde es cool, dass du so durchziehst, da mit Wohnmobil und Job. Respekt, Alter. Ich würde dich gerne mal persönlich kennenlernen. Das klingt so, als hätten wir da, als könnten wir uns gegenseitig befruchten. Okay. Ich meine, ihr könnt ja auch eine halbe Stunde früher oder sowas. Ich meine, wer sagt denn, dass ihr da jetzt bis zum bitteren Ende bleiben müsst? Wir können auch um 23:22 fahren, dann wären wir um 0:11 hier. Es ist noch zivilisiert. Es ist eigentlich für die Zuschauer jetzt sehr interessant, wie wir, was wir machen, nachdem es... Oder um 22:52 wären wir um 23:41 da. Ja. Überlegt es euch, also ich denke mal, schau mal, bei dir sind 0 Uhr rum ist immer noch okay, ja. Oder? Was? 0 Uhr rum ist immer noch. Weil du hast halt ziemlich viel Red Bull und sowas intus. Nee, ich nur 7 Dosen. Nee, ich glaube, mir ist es zu viel Action heute, ehrlich. Ja. Aber der Lothar wird traurig sein. Was, wenn ich komme? Ja, nein, wenn du nicht kommst. Ja, der rechnet doch gar nicht mit mir. Was würdest du sagen, wenn ich mit Sören und Alexander heute Abend in eine Kneipe gehe? Ich hab noch nicht Ja gesagt. Dann hättest du für etwa 4 Stunden deine Ruhe, wir werden um 0 Uhr wieder hier und alles wäre schön. Mal die Zeit mit mir verbringen können. Denke ich schon auch, ne? Als ob du nicht genug Zeit mit ihm verbringen würdest. Das ist weniger geworden. Er schafft die ganze Zeit, ey. Das heißt, du putzt dann die ganze Zeit hier. Er schafft. Ja. Du putzt ihm hinterher. Ja.
Nee, ich habe das Kinderbox. Ich habe einen Bassist gefunden für unser Metal-Projekt, christlich. Ja, echt? Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich mit dem befreundet bin und er kennt ihn sogar persönlich anscheinend. Ja? Ja. Ja. Markus Gabriel. Markus Gabriel. Schöner christlicher Name. Markus Gabriel. Holde Frau vom Sören. Hast du vielleicht so irgendwas mit Blubber? Blubber? Also es muss jetzt kein Blubberwasser sein. Aber so Cola Mix vielleicht. Dein Kind holt. Ja, habe ich. Ja? Ich weiß, dass die Platte geht schon nein. Trinken die aus einer Flasche? Was? Trinken die aus einer Flasche? Nicht. Dann noch ein Glas, bitte. Ja. Sonst könnten wir uns ja gleich knutschen, weißt du. Und da bin ich immer bei Männern und so etwas reserviert. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit anderen Leuten aus einer Flasche. Also einmal habe ich einen Kerl geknutscht. Ja. Ich ja. Und das bereue ich nicht. Ist auch schon sehr lange, ja. Ich habe mich gefreut, den zu sehen. Ja. Ich meine, was ist daran so schlimm? Ich meine, ich habe ja nicht irgendein Gerät reingeschoben oder so. Ja. Ja, ich denke auch, also das, was dann definitiv endgültig dem Herrn ein Gräuel ist, wie es so schön heißt, ist wohl schon das Reinstecken und so, aber Lilo. Ich glaube, Jesus wurde ja auch geküsst, als es um den Verrat ging. Ach, Kapol, Mann, du musst auch mal wieder, nein, du wahrscheinlich, eigentlich bin ich mal wieder dran. Gell. Nächste Woche schaffe ich in Brühl, vielleicht sehen wir uns da. Kannst du mir einstellen? Das ist halt die Frage. Also, das kannst du ja wohl noch selber. Ich sag, du spinnst, Alter. Echt, ey. Ehrlich, also wenn, dann bin ich hier der Pascha. Ah, Pascha. Und jetzt können wir es halt so machen, gell? Ich schenke dir einen und ich krieg auch das Flasche. Genau, schenk mir einen. Voll die Logik, oder? Ah, oh, ja. Da ist dann auch so eine tolle Flasche. Ja, das Kind ist schon ein bisschen. Edingen bei Heidelberg. Edingen, das Zentrum der Kurpfalz. Das neue Jerusalem. Er singt für alle, die täglich ihren Mann stehen und den anderen nicht auf den Sack gehen. Ja, danke. Ja, mittlerweile gehöre ich auch dazu. Ich war jahrelang glücklicher Arbeitsloser, im nächsten Moment voll beschäftigt. Ja. Ach Gott, ja. Voll beschäftiger Dätschmarmol. Ach so? Ja. Schön. Man nicht noch. Nee, ich glaube, das ist nicht mehr. Aber ist doch klar. Was das ausmacht von den unterschiedlichen Perspektiven. So, ja, von die Kaffee. Russland-Flagge, zwei Katzen, bei mir ist immer bloß eine, gerade eben so. Ja. Die Anja hat will ich auf den Kaffee genauso hingestellt, dass man vom Alex nur noch die Mütze gesehen hatte. Handys an, ja, weil dann kann ich mir besser einen drauf runterholen, dass ich mehr Zuschauer habe als er. Synchron, den Kurs macht er. Genau. Vielleicht wird man dann irgendwann später aus diesen zwei Dingern. Eine 3D, weil da brauchst du ja zwei. Genau, ja, stimmt. Ja, und dann sieht man uns so, ja, dann kann man uns irgendwo überall reinprojizieren, oh, ja, so in Edinger Talk und so. Und denken, die Ort zum Glück waren die so dekadent und haben das mit zwei Dingern aufgenommen. Ja, stimmt, das sind voll die Vorreiter. Die Technik so, ja genau, das kann auch kommen, ohne Scheiß. Also was ich übrigens glaube, ist, dass die nächsten Handys, die wirklich Durchschlagkraft haben sollten, mit so einem. Wie nennt sich das? VR? Würfel? Nee, das ist mit Hologrammtechnik. Hologramm. Dann, genau. Das ist dann dran. Ja, das denke ich auch. Ich meine, ey du, wir haben jetzt diese Bildschirme, ist ja alles schön und in gut. In Japan gibt es das schon. Nicht dein Ernst. Ja. Nee, aber da gibt es aber schon Zoos mit, da kannst du wirklich durch Tiere durchlaufen. Also auch durch gefährliche Tiere. Dafür willst da du noch... Da habe ich schon Videos gesehen, so glaube ich. Geh in Heidelberger Zoo. Da hast du das auch gehabt, das ganze letzte Jahr, ja, gell, Hologramme von Tieren. Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch gehört, ja, habe ich schon gehört. Sören und Up-to-Date, ja, jetzt hast du Kinder, jetzt kannst du sowas machen. Doch, da kannst du dann so, ja, das was da dann für schwachsinnige Botschaften. Ich also, was glaubst du, was dann für GIFs gibt? So, so ja, warum? Du kannst halt deine Kinder darauf vorbereiten. Guck, das Tier gibt es als Hologramm, das ist bald ausgerottet. Das ist ein bisschen beschört, Riechschale, die kannst du streicheln, nix, oder? Nee, aber du kannst ihnen zeigen. Guck, und das ist dann irgendwann so perfekt, dass du gar nicht mehr weißt, wer Hologramm ist und wer wirklich neben dir hockt. Ja. Also ich denke mal, die ersten Hologramme werden... Deswegen verbieten sie ja jetzt auch das Händestellen, damit man das gar nicht mehr merkt, ob das ein Hologramm ist. Ja, klar. Oh, jetzt sind wir wieder beim Thema Panik, Corona und etc. Coronavirus. Das Corona-Hologramm. Oh geil, das will ich sehen. Hologramma geht's nicht. In Japan. Ja. So. Die kreist da ganz schön rum, gell? Ja, weiß. Ja. Ich wollte den Kuss geben, wollte sie nicht. Soll ich gleich sie mit in die Kneipe draußen, nehmen? Da wollte sie doch einen Kuss. Boah, das wäre auch eine Idee. Sie nimmt ganz sicher nicht mit. Warum nicht? Einen kurzen und sie schläft. Ja. Ja. Ich hätte ja ein Problem damit. Ich schon. Ja. Ja, wir ja, ja, ja ihr seht schon, wir sind also... Das war ja eigentlich auch der Sinn dieses Videos. Also,
noch Menschen live zu zeigen, zu beweisen, dass es in Deutschland noch Menschen gibt, die nicht in Panik sind. Ein paar wenige. Also, Gail, jetzt wieder eine Pandemie. Und was hast du so gemacht? Ja, ja. Gibt's auf dem Boxberg noch Klopapier? Deine Nachbarin ist mit mir gemeinsam hochgelaufen. Hat die noch Klopapier? Da, die hat gerade gekauft. Muss ich morgen mal kriegen. Ich habe ihr gefragt, ob ich ihr das Klopapier abnehmen darf. Kriegst du es nicht? Ja, Björn. Jesus rocks, amen. Den nächsten anmache. Krieg ich ein bisschen Klopapier von dir, dann kriegst du von mir auch was. Okay. Oh Mann. Komm, schlaf bei mir, schön. Kriegst noch eine Klopapier. Welche Nachbarin? Reicht die da? Direkt neben mir, Adi. Ja. Die scheint mir aber vergeben zu sein, zu hören. Ich bin auch vergeben. Echt? Ja, ja. Das ist alle Welt weiß langsam. Sogar mein Passwort, WLAN, ist vergeben an meine Nachbarin. Ja. das hier ist Russland. Und das ist die sogenannte Wirma-Flagge. Also das war die, also das ist praktisch nachempfunden in skandinavischen Flaggen, bloß in Schwarz-Rot-Gold mit dem Kreuz. Das ist mir persönlich sehr wichtig und so. Und das war die Flagge, die hat von einem, ich glaube, General oder irgendein wichtiger Typ von der Wehrmacht um den Graf Stauffenberg. Also wenn das Attentat auf Hitler geklappt hätte am 20. Juli 1944, danke, dann wäre das die neue Deutschlandfahne geworden. So viel zu dem Thema. Viele ja, bildungsferne Leute, insbesondere aus Schichten, die nicht die AfD wählen, halten diese Flagge fälschlicherweise für die Pegida-Flagge. Aber wie gesagt, also antifaschistischer als diese Flagge geht es eigentlich gar nicht. So, das war ein kurzes Japan-Demie. Genau, sehr gut, Capo. Japan-Demie aus China, genau. Ja. Oh Mann. Ja, und sonst? Ja, ich habe jetzt also ein bisschen interaktiv. Geh mal auf deinen grünen Pullover ein. Genau. Könnt ihr die grüne Politik angezogen heute. Ja, zum Glück sind wir da auch darauf vorbereitet. Schenkst du mir den? Der einzige Grüne, der hier noch reinkommt übrigens. Ja. Oh nee. Der welcher? Alexander oder der Elefant? Beide. Ah, der Alexander, der ist eigentlich ein Chamäleon. Ich dachte den Lux. Was erzählst du eigentlich deinen Antifa-Leuten so? Ach Gott, du warst wieder mit dem, ich glaube, Nazi-Hippie door life sowas. Ist der wirklich so schlimm? Ich meine, ich habe natürlich Bekannte von der Antifa, aber ich würde mich nicht als jemand bezeichnen, der da groß mit denen abhängt und so weiter. Und hat noch nie einer nach meiner Adresse gefragt. Und, oh. Ich kann Ihnen zeigen, wie man Mollys bastelt. No. Also ich glaube, meine Antifanten, die sind... macht uns allen der Linksruck. Oh ja, das ist es eben. Ja. Ist das. Ja. Ach, das ist schon... Ja, das wäre für mich so, ich weiß nicht, da mit dem Lotter. Also ich nehme an, dass der... Würde ich da mich durch, weil so mein politisches Selbstbewusstsein da nach dem dritten alkoholfreien Bier auf den Tisch knallt. Das könnte eine Betrübnis auf den Abend werden, oder? Also es müsste nicht unbedingt das Thema werden... Nee, ich denke so. Also Literatur. Oder was habt ihr eigentlich für Themen? Schreibst du? Jetzt mal eine andere Frage. Wenn, also stell dir mal vor, sie wäre nicht in dein Leben getreten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und du gehst in eine Kneipe und eine weibliche Person lädt dich zu einem Bier ein und so viele Schnäpse, bis du Stopp sagst. Also bei uns gibt es grundsätzlich, es gibt auch alkoholfreies Bier, wo es momentan, habe ich auch bloß noch eine Dose da. Und selbstverständlich kann man sich hier auch selber Bier mitbringen. Also ich selber kaufe kein alkoholhaltiges Bier, aber man darf hier auch normales Bier trinken, ja. Meine Frage. Wobei ich entscheide, wann jemand betrunken ist und dann dementsprechend behandelt wird. Wie sollte man sowas interpretieren? Was, wenn dir eine Frau Alkohol schenkt? Du bist eine Frau. Wenn du als Frau einem Typen ein Bier ausgibst und dann auch verschiedene Schnäpsel und dann mit ihm in eine andere Kneipe gehst und dann geht der Spaß frivol weiter. Was heißt das? Wie soll man das interpretieren? Die Frau will dich abfüllen und mit dir vögeln. Wer hat das gesagt? Was würdest du sagen? Also ich habe sowas noch nie getan und habe es heute nämlich ehrlich gesagt. Ja, ja, aber du als Frau, du hast ja Freundinnen, die haben dir doch bestimmt mal so irgendwas erzählt. Was war die Frage? Das war ich immer andersrum, muss ich sagen. Dass man dich abgefüllt hat. Ah ja, das ist ja wohl sie das Normale. Sie wollten es, sagen wir aber so. Ich habe mir sagen lassen, dass Frauen das Männer ist ja eine fantastische Weingegend, also wovon ich auch jahrzehntelang profitiert habe. Wohl, ja. Aber Frauen können Männer nicht schön trinken. Als ich noch Mitglied der Linkspartei Schriesheim war, da habe ich ein Pamphlet mitverfasst, wofür wir hier fünf Minuten lang berühmt waren.
Also ich war immer Ortsvereinsvorsitzender der Linkspartei vor 10 Jahren oder so, wo es noch cool war, links zu sein, jetzt so wie heute Mainstream. Und da haben wir mal Frau abfüllen lassen, gefordert, Riesling-Gutscheine für verdiente Hartz-IV-Empfänger, die bereit sind, trotz sozialen Abstiegs die kurpfälzisch-mediterrane Leitkultur am Leben zu halten. Das war schon wieder über 10 Jahre, da war ich noch jung. Das fanden wir so witzig und die Rhein-Neckar-Zeitung damals auch, dass das dann wirklich mal breitgetreten wurde. Und wie gesagt, damals auch unter maßgeblicher Beteiligung von halbtrockenem Dornfelder. Meine damaligen Hausmarke. Du willst mir jetzt weismachen, was hier sehr beliebt ist, der Riesling aus Schlesheim. Leider ist im Reisemarkt jetzt der Rest abgeblasen geworden. Ah, doch, ja. Und zwar meinen Ex hat sie abgefüllt. Und hatte auch Chancen. Ja. Wenn er hier was Sinnvolles hört, er versucht diese leise, fistelnde Damenstimme rauszufiltern aus unserem Durcheinander. Das ist meine Frau, die Anja. Also ich bin bei dieser Geschichte ja dann so gewesen. Also es stimmt schon, eine habe ich eigentlich. Ich habe dann mich auch noch reinschlagen lassen, nachdem ich ins gefährlichste Stadtteil Heidelbergs mit denen gegangen bin, zum Dartspielen. Und ich spiele. Warst du mehrere Weiber oder was? Ja. Aber. Habe dann Dart gespielt, obwohl ich nie Dart spiele. Ja. Und dann brauchte ich natürlich eine Option. Hatten wir in dem Video schon. Ja, ja. Und dann habe ich gewonnen, obwohl ich nie Dart spiele. Und gegen Leute, die Faktor 7 mal besser sind wie ich. Und dann war ich natürlich der Champ. Und die waren alle irritiert, wie es kommt, dass der Bürgermeister... Aber ein Dartspiel erinnert mich an eine schreckliche Silvesterparty. Das einzige Positive dabei war, dass es bei meinem lieben Freund Tom war. Da habe ich gewonnen, oder? Da habe ich so ein paar Einzelheiten, so Techniken und so, Gleichgewicht halten und so gelernt. Mich nebenbei mit Anna zerstritten, die also wirklich gesagt hat, dass alles außer der... Also nee, die Bibel ist total satanisch und alles andere hat sie also für wahre Münze genommen, außer der Bibel. Also vor der Bibel hat sie Angst gehabt. Oh, so, weil die satanisch ist, weil da so böse die Sachen drin stehen. Da stehen so böse Sachen drin, zum Beispiel, dass Zauberei böse ist. Das ist ja schon böse, wenn man sowas schreibt, genau. Rheingau Riesling aus Hessen, wie heißt eure Lese? Okay, ihr habt auch Riesling, schön. Mein Gott, die heißt unsere Lese, ja. Und sowas. Über einen Lesezirkel haben wir es vorhin gehabt. Sag, du kannst doch eh nicht schlafen, du kommst doch wohl mit. Nee, das kann ich meiner Frau nicht. Sag doch bitte, Sören, das kann ist er so nicht. Nee, aber das wäre jetzt, wär jetzt auch zu plötzlich. Ach, Lothar, ich bin wieder tot. Da würde ich mir vom Lothar plötzlich. Okay, dann frage ich den Lothar heute, ob wir. Aber was dagegen hat, wenn du das nächste Mal Nazis mitbringst. Oh ja, geil. Ich mir nächstes Mal eine Klatze. Trump-Fans. Darf ich mir dann eine Klatze rasieren? Kommt drauf an, wo. Am Arsch. Aber das heute ist ja kein offizielles Litauf-Treffen, oder? Nein, ist nicht. Ja. Nee, zu Litauf würde ich echt gerne mal wieder gehen. Das war lustig. Da mal Literaturkreis. Und das war gerade eben, hat der ihn angerufen. Mhm. Die kennen sich auch, das wusste ich gar nicht. Mhm. Die treffen sich nämlich nachher noch. Deswegen war jetzt auch kurz mein Gedanke. Aber das ist mir auch zu stressig. Ich will morgen, ich habe da jetzt so entspannten Flow jetzt in der Baustelle und das will ich mir nicht versauen, indem ich da heute Baby wach auf. Jetzt ist aber ein richtiges Heulen. Ja, weil der Alex wieder zu laut war, wacht jetzt unser Kind auf. Ich kann nicht. Es ist furchtbar. Alex, kümmere dich mal ums Kind. Nee, sie hat nur die Kopfhörer und ich gehe da jetzt nicht hin. Weil das geht ja schon lange hin. Jo, ich gucke nachher noch eine Folge Walking Dead mit ihr. Dann also und der Anja halte ich die Augen zu. Guck mit ihr, der Part ist viel besser. Zur Clarissa sagt, da, guck hin. Und so Anja, halt, die ist fit. Guck mit ihr, der Part, da bist du besser dran. Das fand ich lustig. Sie sagt, Sören, vergesst deine Rede nicht. Wenn er eine Playstation hat, dann könnt ihr euch jetzt ab sofort einen Monat kostenlos Prime oder Netflix reinziehen. Haben wir beides schon. Achso. Ich wollte gerade sagen, was wollt ihr hier? Ich krieg's doch nicht mal rein mit, wenn die Clarissa aus Versehen. Wer hat von euch Star Trek Picard angeschaut? Verzichte, nein. Du auch nicht so dafür? Obwohl du bist eher der Star Wars. Ja, eigentlich eher Star Wars. Ja, aber man muss doch beides mögen. Nein. Star Trek eigentlich nur die ganz alten mit Captain Kirk, ja. Irgendwie. Weiß so, nicht. Die Mama tut ihr Mama sein. Das ist aber einfach eine. Ich muss wohl irgendwann. Das ist vielleicht auch nicht aktiviert. Wo sind meine Kippen? Hast du meine Kippen geklaut? Nein. Ah, nee, die Schachtel ist leer, ne? Die liegt da auf dem Tisch. Willst du noch eine von mir? Nee, ich hab noch ein Big Pack in der Tasche. Passt schon. Ich hab heute die Wahl gehabt, so ein Megapack für 10 Euro. So, 20. Wie viel hat das gekostet? 11,40 Euro Stück. Die haben doch alle einen Schuss, oder? Für so ein bisschen Kraut
10 Euro. Ich habe mich total voll gefressen. Da war mein Mitbewohner, mich hier gestopft hat damit. Ich habe das zu spät kapiert, dass das Rind. Rindfleisch ist insgesamt, hat mehr Masse, kann es sein oder so? Oder wie sagt man? Was? Eine höhere Dichte? Kann sein, dass Rindfleisch eine höhere Dichte. Warum? Bist du satt oder was? Ein Kilo Rindfleisch wiegt das genauso viel wie ein Kilo Schweinefleisch. Achtung, fang an. Alter, willst du mich verarschen oder was? Ein Kilo? Was ist schwerer? Ein Kilo Stahl oder ein Kilo Federn? Stahl? Wie ich zum Glauben gekommen bin. Boah. Haben wir noch so viel Zeit? Ja. Sascha Sieber. Allerhopf. Ja, genau. Ich tue jetzt einfach so, als ob ich dir das erzählen würde. Ich habe den Alexander Klos kennengelernt und da blieb überhaupt nichts anderes mehr übrig, als sofort Christ werden, um das auszuhalten. Nein, ganz so war es nicht. Ja, also ich bin als Kind schon so ein bisschen mit dem Glauben konfrontiert worden. Meine Eltern waren in einer, ja, sowas ähnliches wie Baptisten, kann ich sagen. Kennt keine Sau, Gemeinde Christi. Und daher kennst du den Karl? Daher kenne ich auch den Karl. Der war bei mir schon Weihnachtsmann. Da war ich noch, da habe ich gerade Windpocken gehabt. Da war ich vielleicht 7 Jahre alt oder so. Da gibt es noch schöne Fotos von mir. Ja, ich habe dann, also so kindlich, glaube ich, also ich habe eigentlich irgendwie immer an Gott geglaubt. Ich hatte eine Krise ab 13 bis 23. Wobei das noch nicht meine komplette Pubertät war, dieser Zeitraum. Also meine Pubertät an sich habe ich beendet an meinem 40. Geburtstag. Echt? So früh? Ja, ja, ich war auf der einen Seite immer ein Spätzünder, auf der anderen Seite so ein paar ganz wichtige Entscheidungen, die habe ich dann sehr spontan verfasst. Also ich mit 23, nach 10 Jahren Atheismus und Kommunismus und Alkoholismus und Metalianismus und viel zu viel Hermann Hesse und Kram, da habe ich dann irgendwann einen schweren Autounfall gehabt im Vollrausch. Und danach habe ich gewusst, dass Highway to Hell nach wie vor ein geiler Song ist, aber so wie ich das praktiziert habe, ein Schuss in den Ofen. Kurz danach habe ich die Jesus Freaks kennengelernt in Schriesheim. Und damals waren die Jesus Freaks auch die Jesus Freaks. Das war 1997, da war das eine coole alternativ-christliche Bewegung für, ja, halt auch so für Suchtkrüppel wie mich zum Beispiel, genau das Richtige, weil ich sehr viele Vorbehalte hatte gegenüber den ganzen spießigen und, ja, also im negativen Sinne konservativen Gemeinden, da wo ich mich heute natürlich auch sehr wohl fühle, aber die, ja genau, und da, also da bin ich ohne Vorbehalte erstmal angenommen worden. Was mich überzeugt hat, war immer, das sage ich so gern, die zuvorkommende Herzlichkeit, mit der ich da empfangen wurde. Die ersten paar Male, wo ich da war, war ich noch ziemlich angesurbelt. Ich schon und so nach so. Und nach. Ich habe dann auch schwere Zweifel gehabt, aber mein Übergabegebet habe ich dann tatsächlich damals gestammelt, so mit 23 dann mal als Erwachsener. Dann kamen erstmal die richtigen Angriffe, würde ich sagen. Dann habe ich mich, in dem Sinn habe ich mich doppelt bekehrt. Also erstmal so emotional. Damals, das war so 97, das ging dann recht flott. Da war ich dann, habe ich dann kommen, also wenn du damals, ach, das war so ein Keller, da hat noch der Hund in die Ecke gepisst und der Gitarrist hat so eine Frisur gehabt und mit E-Gitarre, da ich dachte, naja, so könnte ich mir das auch nochmal vorstellen mit dem Herrn. Und dann habe ich halt so angefangen, die Bibel zu lesen. Sehr intensiv, eine Zeit lang. 23 ging das dann richtig los. Also Glückspilz, dann hast du ja von deiner Kindheit noch was gehabt. Ja, wenn du so willst, genau, so kann man es auch ausdrücken. Und meine Kindheit habe ich dann noch sehr ausgedehnt, blöderweise. Ich bin dann jahrelang, also ich habe es dann praktisch auch wissenschaftlich reingezogen. Es gibt da einige sehr gute Bücher von Leuten wie Josh McDowell, Lee Strobel oder C.S. Lewis, Werner Gitt sowieso, genau. Und dann habe ich also gesehen, dass also die Bibel in reinst Form, das ist also auch wissenschaftlich alles belegt und beweisbar und es gibt also es gibt ja, die Gründe genug. Ich weiß, dass du da ein bisschen anderer Meinung bist, gerade noch vielleicht 2, 3 Sätze, wenn mich schon jemand so freundlich fragt. Also, dass ich, wo ich sagen würde, gestern haben wir noch drüber gesprochen, ob man Zeugnisse auch innerhalb von 8 Minuten machen kann. Wie viel habe ich denn jetzt? Ja, jedenfalls, also ich würde sagen, ich habe mich emotional und wissenschaftlich bekehrt. Und was also jetzt nach 22 einigermaßen würdelos dahingestolperten Christenjahren geblieben ist, das ist eben, wie es halt auch Paulus sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung, von allem ist auch die Liebe die größte. Und die hat mich letzten Endes, dass ich da mal angefangen habe, mich selber wirklich zu lieben, hat dann auch dazu geführt, dass ich vor 5,5 Jahren von der Alkoholsucht, ich kann jetzt doch sagen, schlagartig frei wurde und einfach aufgehört habe und zu Gott gesagt habe, komm, egal wie langweilig und depressiv der Rest meines Lebens wird, ich höre jetzt auf zu saufen. Einfach diesen Gehorsamsakt und das, allein das hat sich so tausendfach ausgezahlt. Also ich bin heute fitter, als ich mit Mitte 20 war. Und wer mich von früher kennt, der kann sich jetzt nicht vorstellen, wie ich heute drauf bin. Naja, und das sind alles Dinge, wo es langsam aufwärts ging, in langsamen, gemächlichen Schritten. Wir sind immer meistens entweder zu schnell oder zu langsam für das, was eigentlich Gott mit uns vorhat. Das ist also meine Erfahrung. Naja, und
Unterm Strich geht es also aufwärts, aber das kommt natürlich Tränen, Taylor und der Teufel, der bleibt da nicht ohne, weil der hat Angst vor Leuten, die dann, die sich dann damit auch noch im Internet präsentieren, zum Beispiel, indem sie halt klar zu ihrem Glauben stehen. Gerade in sogenannten Krisenzeiten, wie wir es jetzt haben, ich sage die Krisenzeit, die haben wir schon seit Adam und Eva, das hat bloß immer wieder neue Auswirkungen, sieht Jesus genauso. Wundert euch nicht über Kriege und Kriegsgerüchte und sonst was. Kriegsgerüche wird jetzt noch fehlen. Aber Corona ist, glaube ich, gar nicht geruchsfrei. Jedenfalls, das sind also, ich sehe es halt so, es ist eine spannende Zeit der Menschheitsgeschichte. Ich bin froh, dass ich gläubig bin und ich bin froh, dass ich diesen Glauben in mir trage und weitergeben kann und immer wieder dazu einladen kann für jeden, der das möchte. Und die meisten, die zuschauen, wissen es, glaube ich. Wir treffen uns hier in Edingen jeden Sonntag um 15 Uhr zu einem kleinen Gottesdienst mit Andacht, Abendmahl und Singen. Meistens gibt es auch was zu essen und es ist auch noch Zeit für völlig unverkrampfte Gespräche über den Glauben. Also ihr esst da Jesus. Und, ja. Ach, jetzt hör doch auf. Nein, das ist genau dieser katholische Quatsch. Nein, der Leib wird nicht in dem Moment zum Fleisch. Ja. Natürlich machen wir Abendmahl. Mit alkoholfreiem Rotwein, eine sehr leckere Sorte, wo ich demnächst hoffentlich einen Sponsoring-Vertrag kriege. Und da, ja, das, also da sind die richtigen Ideen schon am gären. Junge Frau, und könnten Sie mir einschenken? Sag, was kommandierst du eigentlich meinen Vibe rum? Also du kannst gerade nicht, okay. Ich kann auch, aber Hilfe muss immer Hilfe zur Selbsthilfe sein. Das ist so mein Motto, auch wenn ich anderen sozialen Schwachen, die noch schwächer sind als der Alex Knot. Ich bin hart. Die meisten liegen nämlich bloß bei mir auf der Couch. Der Alex schafft es wenigstens, weil ich ordentlich hinzusetze. So. Nee, der Alex ist mein Lieblingsagnostiker. Genau. Also so ungefähr bin ich zum Glauben gekommen. Also, auf die Idee... Wie bist du eigentlich vom Glauben weggekommen? Auf die Idee, dass die Arche Noah dieses Sonnensystem ist, auf die seid ihr noch nicht gekommen. Jo, deswegen haben sie... Nochmal was? Die Arche Noah soll das Sonnensystem sein? Nee, oder? Nein, das ist nicht. Nochmal. Das halte ich für Humbug. Das Sonnensystem ist ja wohl größer als die Eckdaten, die in der Heiligen Schrift drinstehen, wie groß die Arche Noah war. Also, die Arche Noah war so klein, die hat problemlos in die Wüste gepasst. Folgendes. Das Sonnensystem passt noch nicht mal auf die ganze Galaxis. Wenn, Sonnensystem und Galaxis ist das gleiche, gell? Wenn du die Star Wars Daten der Arche Noah nimmst. Ja. Hier hoch. Ja. Weit, lang. So. Kein Problem, Sascha. Würde mich freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Let's stay in contact. Hoffe, dann kannst du... Ich nehme an, wir sind schon befreundet, wenn nicht, schicke mir mal eine Anfrage. So, dann ist das Alex. Auf dieses Sonnensystem übertragen. Ehrlich? Dann hast du die Sonne, einen gewissen Abstand zur Erde und einen gewissen Abstand zum Mars. Bin ich sehr gespannt, Markus, wirklich. Ah, du bist ja mobil, komm. Und jetzt machst du Folgendes. Wenn es am Benzingeld scheitert, da helfe ich dir. Du verbindest die Dinger. Ja. Und zwar genau so, dass es ein Dreieck gibt. Mhm. Das kann fast willkürlich sein, sprich die Theorie, die ich gerade nenne, ist jetzt nicht 100%. Aber was dann interessant ist, dann überlegst du dir, was spricht denn in der Bibel dafür, für sowas? Und dann wird dir vielleicht einfallen, dass im sogenannten Heiligen Land der liebe Gott einmal es geschafft hat, dass die Sonne stillsteht. Ja, das stimmt. Das heißt, da in der Nähe tust du jetzt mal den Sonnenpunkt hin. Du nimmst dir irgendeinen Punkt in der Nähe, wo du sagst, okay, wo da ist die Sonne. Wo waren das eigentlich noch genau? Finden wir das so schnell auf die Stelle? Ach, irgendwo nee. Da. Irgendwo das war irgendeine Schlacht. Irgendeine Schlacht, genau. Schlacht mit Josua. Dass sie mehr abkillen konnten. Deswegen hat die Sonne Schlacht. Stillgestanden, dass die mehr umbringen konnten. Schlacht. Wohl gesagt umbringen, nicht gefangen nehmen, gell? Schreibe einfach noch so nicht. Jo, und bitte guck dazu nochmal meine Predigt von vor 2 Wochen, wo ich ganz klar gemacht habe, dass Gott Altes Testament gleich Gott Neues Testament ist. Jedenfalls. Bevor die Diskussion wieder ausbricht. Das Interessante an der Geschichte ist, du machst da jetzt also innerhalb dieser Sphäre oder dieses Gebietes ja. Den Punkt Sonne, dann machst du den Punkt. Josua 10. Erde und den Punkt Mars verbindest du. Mhm. So dass die 3 Daten bezüglich der Arche Noah identisch sind. Mars, Erde, Sonne. Genau. Ja. Jetzt fragt man sich, wo sollte denn unbedingt die Erde hin?
Erde hat was Friedliches eigentlich. Ja. Der Mars wird eher als kriegerisch dargestellt. Ja. Da bietet sich meiner Meinung nach an, dass zum Beispiel Jerusalem als den Mars genommen wird. Da gibt es unzählige Belege in der Literatur und in den Medien, in den besseren Filmen und Serien. Es sind da immer wieder. Jerusalem sein? Genau. Aha. Samaria bietet sich äußerst gut für die Erde an. Und dementsprechend irgendwo ist dann auch die Sonne. Die ist eigentlich uninteressant, weil da kann ja eh keiner leben. Jetzt kommt es interessant. Ja. Dann gibt es ja noch andere Planeten. Mhm. Die Christen hat man lange Zeit auch die Franken genannt, nur so nebenbei. Und da ist es interessant, dass der Uranus... Der liegt dann, wenn man dieses System macht, relativ gesehen zu den anderen Punkten. Keine Ahnung, wo der ist, der Uranus. Das machen wir. Nördlich. Was habe ich da übrigens? Eine Einheit von Raum und Zeit. In verschiedener Hinsicht. Das klingt irgendwie wie deine theologische Aufbauung, dass du realisierst. Aber warum überhaupt so kompliziert? Schau mal, natürlich ist es ein gewaltiges Wunder, was da passiert ist, aber warum muss man das dann in Frage stellen, weißt du? Also warum muss man eigentlich überhaupt alles in Frage stellen, was jetzt mal ein bisschen... Es kann nicht sein, dass die ganze Erde... Es kann auch nicht sein, dass mal ein bisschen Sperma da irgendwann Menschen produziert, trotzdem passiert ist. Na, bei mir kann es vielleicht wirklich nicht passieren, aber auf jeden Fall passiert es. Also ich war es nicht, damit es schon mal klar ist, Sören, wenn sie schwanger wird. Nein, ich war es auch nicht. Es war mit Sicherheit der überflüssigste Gedanke, der hier jemals war. Es war der Kater vielleicht, bevor ich es war. Jedenfalls, das Interessante ist ja... Also ich trinke sehr gerne alkoholfreies Weizenbier. Dieser Punkt Uranus, dieses Nördlinger Ries... Also Alexander, bevor du weitermachst, ich weiß ganz sicher, dass die Arche wirklich so existiert hat. Warst du dabei? Ach, es sind doch sogar Stücke gefunden worden. Ja, eben. Auf dem Ararat. Ja, auf dem Berg Ararat. Ja. Sind Teile der Eiche. Und das ist alles für mich sehr plausibel dargestellt in der Bibel. Dass da jemand seine Hütte hingestellt hat, das kann nicht sein, nach deiner Meinung. Das muss die Arche gewesen sein. Das muss die Arche gewesen sein. Hundertprozentig. Es gibt wirklich, anhand von Fossilien kannst du nachvollziehen, was da los war. Ah, Selina, endlich. Hi. Nur wegen dir sind wir jetzt noch so lange online geblieben. Der Alexander Klos, der hat gerade darum gebetet, dass die Sonne stillstehen möge an dem Tag, wenn ihr euch das nächste Mal küsst. Ist das nicht schön? Habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt, ich hab's gehört. Selina ist erst jetzt wieder im Gespräch. Ja, also, guck, sofort haben wir das alles entlarvt. Das ist eine Pause. Der Alex hat eben da eine Bibelstelle angezweifelt, was natürlich völliger Quatsch das ist. Das Nördlinger Ries. Wenn Gott so Leute wie den Alex machen kann, dann kann er selbst nicht auch die Sonne mal stehen lassen. Eines Dreiecks. Aus Gebirgszügen. Im Süden die Alpen. Ja, cool. Im Westen der Schwarzwald. Und der Odenwald. Im Osten die Pfalz. Und im Osten, nee, das ist nicht die Pfalz, das ist irgendwie Erzgebirge und fragt mich nicht, was da alles ist. Du meinst jetzt nur Deutschland, oder wie? Ja, das ist nicht unendlich groß, die Pyramide, obwohl die schon ziemlich gewaltig ist, wenn man die Ausmaße sich überlegt. Und im Brennpunkt, also in der Mitte, ist das Nördlinger Ries. Und das gibt dieses Dreieck mit diesen sehenden Augen. Na jo, komm. Ja, schau doch. Du guckst schon wieder Herr der Ringe zu viel. Ist das dein Handy hier? Sörens, glaube ich. Dann der meins läuft doch gerade, dachte ich. Wo kommt denn das jetzt her? Also meins ist es. Pascal, ist deins? Ja, das ist meins. Kann man das als meine Adresse, ja. Nein, das kann man nicht als Tablet nehmen. Ich schreibe es als Kommentar da drunter. Also das mit der Arche Noah ist auf jeden Fall für mich Fakt. Ja, ist okay. Deswegen muss ich da gar nicht großartig überlegen, was da irgendwie aber mit Uranus und was. Wollen wir nicht weiter über Anus reden und ähnliches. Aber die Idee, Uranus, dass die Menschen auf diesem Planeten, dass die vielleicht hier Asyl gefunden haben und deswegen auch diese ganze Asylfrage äußerst prekär ist. Also du meinst, wir sind die Einzigen im Universum? Menschen, ja. Nein, glaube ich nicht. Geschöpfe. Es gibt viel mehr Geschöpfe. Natürlich.
Wenn du die Dämonen und die anderen Engelwesen dazu zählst, was ich tue, das ist sehr. Und sehr biologische, cool. Was denkst du, gibt es da auf Planeten vielleicht noch biologisches Tralala irgendwo ja. anders? Ja, Bakterien. Markus, ich habe die Adresse ja. da jetzt in die Kommentare geschrieben. Ja, aber du meinst nichts Höheres. Nee, irgendwie. Nee. Angenommen, die werden auf irgendeinem Planeten oder auf irgendeinem Mond, also Fische oder sowas entdecken. Würde dann dein Glaubenskonstrukt zusammenbrechen? Fische sicherlich nicht, weil ich glaube keiner. War gleich in Äthiopien, jetzt sofort da. Cabo, für dich tue ich das. Und grüne Männchen. In Angedenken an vor 9 Jahren, wo ich noch selber an den arabischen Frühling geglaubt habe und mich voll gefreut habe, das könnte jetzt ungefähr ein Jahr her sein. Was? Wo der, jetzt? Oh, wo der Mubarak. Oh, ich war jetzt wie ein Äthiopien zu meiner Gitarre. Alter, ich spiele es aber auf Deutsch. Sekunde, ja. Ob das nicht nochmal passiert. Nee. Cabo, ich kann auf Englisch, kann ich bloß ein Refrain. Ich sing so auf Deutsch. Ich tu mich mal ein bisschen an. Schau, ob ich das hinkriege. Hoppla. Geht es okay? Boah, ist das unbequem. Wenn es auf Ankommen klingt, finde ich kein Plektrum. Dazu kannst du bitte mal ein Plektrum reichen. Komische Stellungen. Ich beeindrucke ich hier durch modernstes Sound-Equipment. Ich habe vorhin, deswegen ist schwierig. Ja, es hat 3 unterschiedliche Töne so nebenher, ne? Nicht nur eine. Ich weiß nicht, wo siehst du mich? Na, auf dem Tisch liegen die verteilt. Ja, hi Björn, was mit dem Storch? Den kenne ich, habe ich natürlich auch gekannt damals und so. Wie du jetzt darauf kommst, weiß ich gar nicht. Meine Adresse habe ich gerade reingeschrieben. Kannst du mich auch mal anrufen, wenn du in der Nähe bist. Wo kommst du her, Björn? Weiß gar nicht. Da liegt ja ein Fahrzeug. Du hast eigentlich das Auto. Ja, ich weiß. Naja, okay. Da liegen doch, guck mal. Okay. Ach, da hinten ist der Grüne. Ah. Wo die drei besitzen Pyramiden stehen. Ich sah die Sphinx Moeo mit erhobenem Kopf in der Wüste sehen. Ich war in Kairo und auch am Blauen Nil war ich schon einmal. Und selbstverständlich war ich auch am Suezkanal. Ich war in Gizeh, dort wo die drei spitzen Pyramiden stehen. Ich sah die Sphinx, oh ey, oh, und glaub mir, ich fand sie wunderschön. Aber eins fand ich ziemlich schwer, way, oh, way, oh, way, oh, way, oh. Gehen wie ein Ägypter. Ich fühle mich einsam, wenn ich allein durch die Wüste gehen muss. Ich stell mir vor, oh ey, oh, die Sphinx gibt mir ein zum Kuss. Georgien mit Kleopatra, way, oh, way, oh, way, oh, way, oh. Wie ein Ägypter. Ich sah die Sphinx mit erhobenem Kopf mit dem in der Wüste stehen. Ich hab versucht, oh ey, oh, genau wie ein Ägypter zu gehen. Ich fühle mich einsam, wenn ich alleine durch die Wüste gehen muss. Ich stell mir vor, oh ey, oh, die Sphinx gibt mir einen zum Kuss. Aber eins fand ich ziemlich schwer, way, oh, way, oh, way, way, oh. Gehen wie ein Ägypter. Gehen wie ein Ägypter. Walk like an Egyptian before your mind. I walk the line like an Egyptian. So, noch ein bisschen geheime christliche Johnny Cash-Botschaft mit rein. Der Johnny Cash hat es ursprünglich. Was? Nee, das war das zweite. Das Walk the Line gerade eben war Johnny Cash. Walk in Like an Egyptian ist von meiner ersten Onanier-Vorlage vom. Ach so, die andere Oktetta. Nee, also die Susanna Hoffs, die. Ach Gott, die hat Beine zum Arsch gegangen. Aber die Gitarristin, das hatte ich mal damals in meiner Bravo-Zeit, da war ich. Ja, mein Gott, da war ich 13. Da war das Centerfold. My baby is a Centerfold. Da war ein DIN A3 Poster von den Bangles.
alle im Minirock, eine quasi andere. Nur die Drummerin, die die gleiche Nase und die gleiche Haarfarbe hat wie der Drummer von Iron Maiden, das stimmt wirklich. So ein bisschen, die hat bestimmt geboxt irgendwie oder was weiß ich. Von der fand ich nur die Beine schön. Bei den anderen fand ich alles schön. Und die Ärzte anscheinend auch, deswegen haben die dieses Lied dann auch entsprechend, so dass es wirklich Vollidiot versteht. Ja. Aktiviert. So, übrigens, dieses Original hat ja 100 Strophen. Gute Modus. Ja. So. Okay. Ja. Wort gleich in Ätzelstimmen. Ja, nächste Woche arbeite ich bei einer Ägypterin, wie du weißt. Michael Kapo, mein Liebling. So, wir machen mal so langsam mal Schluss, oder nach dieser schönen Gesangseinlage. Ja, ich glaube, so. Oh, hier muss jetzt eh ein Tick leiser sein. Weil der Alex fährt jetzt zu Salina. Bestimmt nicht. Das, wohl, das, schon wieder, das wolltest du jetzt unbedingt hören, dieses bestimmt nicht. Hallo. Mach dir nichts draus, Selina. Es Hallo. Gibt noch andere Männer. Ja, cool. Da gibt's einen. Der ist vergeben, aber der andere dahinter. Ich bin verheiratet. Ach nee. Ich habe am Sonntag Hochzeitstag. Ah ja, das vielleicht. Da gibt's noch Hoffnung, ja. Aber gut. Und am Sonntag sind es schon 6 Jahre. Okay, Freunde. Winke, viel Spaß, aus dem Zugucken und Jesus rocks. Bis dann. Ciao.